Zu meiner Person, ich heiße Alexandra Schweiger, bin im SPEAR-Projekt zuständig für die Dokumentation und die Evaluierung. Über das SPEAR-Projekt würde ich gerne wissen, wie die Bevölkerung das Projekt aufnehmen wird, wie die Reaktionen sein werden und welche positiven Effekte das Projekt erzielen wird in dieser Projektregion. Ich erwarte mir im SPEAR-Projekt sehr positive Effekte, da ich durch den derzeitigen Verlauf des Prozesses eigentlich sagen muss, dass es sehr gut funktioniert, dass sehr viel Engagement an den Tag gelegt wird von den Stakeholdern, von den Bürgern. Und ich glaube, wir werden dort gute Ergebnisse erzielen und besonders das Thema Naturschutz, Wirtschaft gut vereinen können. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Bevölkerung in das Fließgewässermanagement zu integrieren, da sie unmittelbar betroffen sind. Sie leben dort, das ist quasi ihre Lebensader und sie müssen mit den quasi Ergebnissen dann auch glücklich sein, damit leben können, und es ist daher sehr wichtig, sie in den Prozess mit einzubinden. Ich fühle mich imstande, für das Fließgewässermanagement etwas beizutragen, da ich jetzt schon in den Prozess involviert bin und glaube, durch unsere langjährige Erfahrung unseres Unternehmens können wir da stark etwas dazu beitragen hinsichtlich Partizipation, also Bürgerbeteiligung, und haben auch gute Kontakte zu wichtigen Stakeholdern beziehungsweise zu Rednern, die neue Impulse in diese Region bringen können. Und deswegen glaube ich, können wir da sehr viel, oder ich persönlich, was beitragen. Ich möchte hinzufügen, dass das Projekt gut ist in seiner Form und es sehr schön ist, mit zu erleben, dass das Projekt wirklich Früchte trägt, schon aus jetziger Sicht. Und ich hoffe, dass das auch in den anderen Projektländern so gut läuft und wir dann ein gemeinsames, schönes Ergebnis erzielen können. Mir fallen drei Wörter ein, die wichtig für Fließgewässermanagement sind. Und zwar sind das Partizipation, Nutzung, also ob man gewisse Bereiche des Flusses für jeden zugänglich machen soll oder nicht. Und natürlich auch Gewässerschutz.